Hallo du, wir sind wieder zurück. Yes. So, es geht immer weiter vorwärts. Aber ich denke, es werden auch sehr viele Folgen kommen. Es wird ein ziemlich großes Projekt. Mal sehen, wie weit wir noch überhaupt Lust haben dazu. Da kommt schon wieder eine Aufgabe, denke ich mal. Morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Ah, gut, okay. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bringe auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil, also sei bitte höflich und zuvorkommend. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr. Naja. Im Moment haben wir noch gar nicht so mitgemacht. Aber ich denke, da kann man auch sicherlich einige Punkte bekommen. Ach ja, wir müssen leider noch weiter machen. Wir brauchen noch viel mehr Rohstoffe. Kupfer und so weiter, damit wir unsere Spitzhacke und alles andere mal richtig ausbauen können. Also, weiter. Skill. Moment. Wo laufen wir denn hin? Das können wir essen? Das nicht. Wir müssen da erstmal unser Inventar ausleeren. Schlimm. Wir können doch nicht mit dem ganzen Kram da in die Höhle gehen. Dann können wir doch gar nichts. Gar nicht. Das lassen wir da. Das. Was können wir noch essen? Genau. Und wir machen uns wieder auf den Weg zur Höhle. Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon da waren, aber es ist wichtig im Moment. Das geht nicht anders. Irgendwann können wir das dann auch mal ein bisschen weniger machen oder so. Aber es ist schon ganz schön schwer, ne? Das muss ich sagen. Es ist sehr schwer, sich da durchzukämpfen. Genau, da sind wir schon. Ich habe alles verloren, ne? Oh nein, wir fangen wieder von vorne an. Das ist genau das, was ich meine, was uns Probleme bereitet. Das heißt, wir werden einfach mal Rohstoffe sammeln und uns nach unten arbeiten. Im Moment ist es dann egal, ob wir sterben oder nicht da. Weil wir leveln ja, wie gesagt. Wir werden stärker. Das heißt, wir kämpfen auch immer weiter. Und werden immer stärker und stärker. Und irgendwann werden wir mit allen fertig. Dann kann uns das egal sein, was wir da für Gegner haben. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wir sehen das ja hier auch. An den Fähigkeiten. Ne, das war das nicht. Das war das. Hier sehen wir das hier auch. In der Minenarbeit sind wir schon auf Stufe 3. Hier hinten sehen wir das. Kampfstufe 2. Also da muss noch was. Also ich denke mal, auf 5 oder 6 sollten wir da schon kommen. Müssen wir kommen. Hier rum. Vor allem können wir hier auch wieder Sachen verkaufen. Wenn wir ganz viel Sachen sammeln. Also müssen wir immer fleißig weitermachen. Sammeln, was das Zeug hält. Gut, dass man immer wieder Rohstoffe hat, wenn man hier runter geht. Dass nicht alles leer ist, sonst hätte man ein Problem. Da müsste man nämlich echt immer wieder sich weiter nach unten arbeiten. Das würde immer länger dauern und immer komplizierter sein. Weil man ja wieder von vorne anfängt, ne? Wie wir es ja hier sehen. Und wenn dann die ganzen Rohstoffe noch weg wären, ja, das wäre einiges schwieriger. Wir brauchen ein anderes Schwert oder so.
Energie ist schon wieder ganz schön verbraucht. Einer war doch hier oben noch, genau. Das waren 4, 5 sogar. Ui, da ist ja noch einer. Jo, ich fürchte, wir müssen uns da was einwerfen. Damit wir hier weitermachen können und nicht sofort nach Hause müssen. Steine, nicht schlecht. Sehr gut. Da können wir welche verkaufen. Obwohl wir ganz schön viele Steine noch zum Bauen brauchen. Ich bin ja froh, dass wir schon mal einen Ofen haben, einen Schmelzofen. Schnell wieder was. Was essen? Mehr habe ich nicht. Gut, hier haben wir alles leer geräumt. Aber es nutzt uns gar nicht viel, die Medi hier, was wir eben gegessen haben, das Zeug. Wir sind so oder so müde. Wir müssen raus. Oh oh. Ja, bloß schnell raus. Mit letzter Kraft sozusagen. Und wieder nach Hause. Die Medi hat nicht viel geholfen. Beim ersten Mal schon, beim zweiten nicht. Ach. Mir zu vertrauen? Ja. Ich denke, das machen wir über die Mission hier, wenn wir Missionen immer machen. Tiere aufziehen, ja, das wollten wir auch noch. Ein Hühnerstall müssen wir da bauen. Aber wir haben ja schon 83. Aber wir brauchen ja noch Geld. Stimmt ja. 4000 oder was war das? Wir müssen definitiv Sachen verkaufen. Sonst wird das nichts hier. Also werden wir die ganzen Steine mal weghauen. Alle verkaufen. Alle in die Kiste schmeißen. 83 Stück. Nur die seltenen Sachen behalte ich. Wie Kohle und so Kupfer. Das behalte ich auf jeden Fall. Ah, oben lang. Mit Oma haben wir schon geredet? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube beinahe ja. Das lese ich mir jetzt nicht durch, wir gehen einfach weiter. Weil wir fast erledigt sind. Wir sind fast am Arm, sagen wir mal so. Am Popo. So, schnell zur Kiste. Dann holen wir dann mal die ganzen Steine da rein. Ja, das behalten wir. Gut, Schleim und Kohle und Kupfer, genau, und jetzt gehen wir Eier machen. Ach, gute Nacht. Tag 10 im Sommer. Erste Jahr immer noch, das erste Jahr. Steine, 166 Geld. Nicht viel, ne? Naja, Steine kann jeder sammeln, wenn man so will. Tag 11. Yes, 1500 und sofort wieder sammeln gehen. Ich denke auch, dass man immer schneller Steine und überhaupt Rohstoffe abbaut, wenn man immer weitermacht. Und genau das habe ich vor. Darauf lege ich das hier auch an, dass wir schneller werden und besser. Deswegen müssen wir durchhalten. Oh, ich glaube, wir sind wieder falsch.
Jetzt sind wir richtig. Ja, das ist der Weg. Der Weg wird kein leichter sein. Aber es wird ein Weg sein. Wenn wir noch viel schneller laufen könnten, das wäre doch cool. Aber das können wir nicht. Geht irgendwie nicht. Tja, der geht ja nicht. Das haben wir ja wieder toll hingekriegt. Na gut, wieder runter. Und weiter geht's. Wir sind ja auch schon ein bisschen schneller als am Anfang, als beim ersten Mal. So ist es nicht. Das behaupte ich mal. Und Kohle auch wieder gefunden inzwischen. Tja, das haben wir eingetauscht gegen die Büroarbeit sozusagen, oder umgekehrt, die Büroarbeit eingetauscht gegen das hier. Die Büroarbeit war uns einfach auch zu langweilig. Wir wollten mal was anderes machen. Das ist es jetzt hier, ja. Wir erleben Abenteuer. Große und kleine. Wir müssen aber viel, viel tun dafür. Zum Überleben. Wir waren immer noch nicht im Dorf da und so weiter. Wir haben überhaupt noch... Ah ja, am Strand geht es nämlich los. Genau, was ich eben gerade gesagt habe. Das haben wir überhaupt noch gar nicht gemacht. Aber es kommt noch. Das werden wir alles noch machen. Dadurch werden wir beliebter am Ort. Das fehlt jetzt noch ein bisschen. Leute haben einfach kein Vertrauen, weil wir gar nicht dran teilnehmen an die ganzen Feiern. Deswegen denke ich, das kommt ja alles noch. Sind wir schon wieder völlig erschöpft. Aber Steine, wie gesagt, können wir alles verkaufen. Nach wie vor behalte ich sie nicht. Aber einiges aus dafür, dass es kein Panzer mehr drauf hat. Gleich noch ein bisschen Level nehmen wir. So. Können wir das auch noch nehmen? Nee, leider nicht. Gut, wir werden jetzt wieder nach Hause gehen müssen. Das war's. Können wir noch was essen? Nee. Gehen hier auch nicht mal. Nicht mal den. Den müssen wir erst kochen. Ja, das ist alles noch ein bisschen nervig, weil wir noch viel laufen müssen, aber es ist nicht zu Ende. Weil wir jedes Mal nach Hause gehen müssen. Es muss da eine andere Möglichkeit geben. Vielleicht mit dem Lagerfeuer oder so. Vielleicht kann man da ja was machen. Ah, hier lang. Wer weiß. Dass man sich am Lagerfeuer ausruhen kann. Kann ich reden mit ihm doch jetzt? Wie läuft es so mit den bäuerlichen Geschäften? Es ist Tomatenzeit, nicht? Ja, klar. Tomaten, ich habe Tomaten angepflanzt. Geh weg. Ich habe keine Zeit hier rumzustehen. Ich hätte gar nicht mal mit ihm reden dürfen. So schlimm ist das. Ah, die ist weg. Wollte ich auch gerade mit dir quatschen. Oh, ja, du kennst dich aus mit der Kneipe, wa? Er sagt, in der Kneipe ist nachts besonders viel los. Hm, ist klar. Der weiß Bescheid. Gut, da sind wir. Steine, die können wir mal reinhauen. Schmeißen wir weg. Alles andere behalten wir. Und
Gute Nacht. Tag 11 ist erledigt. Und da haben wir schon Tag 12 und wir werden gleich mal wieder Kram reinpacken. Alles, was wir hier nicht mitnehmen wollen. Ui, wir haben schon einige, 10 von diesen Steinen hier, die wir auseinanderkloppen können. Nicht schlecht. Sehr gut. 1600, wir haben noch lange nicht genug Geld. Also müssen wir weiterhin stur sein und immer wieder hingehen. Zur Höhle. Da, das brauchen wir. Minenarbeit. Hm, ja. Letztendlich zahlt sich aber Geduld aus. Dun, 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 dun. Tja, das ist das Spiel eigentlich, ne? Man muss eben viel Geduld haben und dann entwickelt sich das auch immer weiter. Ich sag's nochmal, ich hab's abgesehen darauf, die Werkzeuge zu skillen, also zu verbessern. Darum geht's mir eigentlich jetzt erstmal. Deswegen will ich hier auch in der Mine arbeiten. Zum einen Geld verdient, also das kommt noch dazu, Geld verdient natürlich auch. Damit ich dann auch die Werkzeuge verbessern kann, weil das brauche ich nämlich auch. Und nebenbei skillen wir dann oder leveln wir, sagen wir mal so. Umso besser kommen wir dann später klar. Na komm, gib den Löffel ab. Beiß ins Gras. Der war aber auch stur eben. Die Leiter. Dann geht's gleich heiter weiter. Na. Schwere Schäden haben wir genommen, ja. Trotzdem nichts da, was ich essen könnte. Schmeiß das Zeug mal weg. Schleim. Tja, selbst den kann man nicht essen. Zur Not hätten wir auch Schleim gegessen, aber nein. Das zählt nicht.
Wir können nicht mehr. Das war schon wieder. Quarz. Also machen wir uns wieder auf den Weg nach oben. Und ab nach Haus. Oh, ja. Da müssen wir lang. Hey, das kann man doch essen. Ich schmeiß den Quarz mal weg. Obwohl, den findet man selten. Den Schleim schmeiß ich weg. Ich müsste eigentlich links nach Hause, aber... Schleim weg. Dann holen wir uns den. Und den essen wir jetzt. Ja, essen. Bringt ein bisschen Gesundheit, aber es reicht ja nicht. 11 Gesundheit. Wenn man noch mehr zu essen finden würde, das wäre schön. Das ist alles so spärlich. Was haben wir denn da? Kann man das auch essen? Ich komme da gar nicht hin. Das Rote da wollte ich gucken, ob man das essen kann, aber darf ich nicht. Darf ich nicht hin. Da ist wieder was. Nee, da kommt man nicht hin. Immer da, wo die rote Pflanze ist, da darf man nicht hin, scheinbar. Hm, seltsam. Na gut. 49 Steine. Ich hätte gern mehr gehabt. Das ist nicht sehr viel, was man da an Geld kriegt. Steine sind sowieso nicht viel wert. Hm. Tja, was soll's. Ich werde mal gucken, ob man sich da am Feuer ausruhen kann, weil das wäre doch die Lösung, oder? Was macht man da mit dem Feuer? Nichts. Scheinbar nicht, also mehr passiert hier nicht. Schade. Kann man auch irgendwas anderes bauen? Ich guck mal nach irgendwas, mit dem man, wo man schlafen kann. Wilde Saat. Frühling. Hm. Standarddünger. Also schlafen direkt wohl nicht, wie es aussieht, aber... Lagerfeuer bietet eine mäßige Menge Licht. Naja, das nur für Licht ist das so. Fackeln auch. Pflastersteinfahrt. Hier, da kriegt man schon richtig Leben, aber da braucht man ordentlich was. Pilze und so. Wäre besser, man könnte das selbst... könnte die Pilze selbst züchten. So, raus mit dem Kram. Gut, die Angel kann ich auch hier lassen. Brauche ich auch nicht immer mit. Und die anderen Sachen überhaupt, wenn wir da runtergehen. Dann brauche ich das alles gar nicht. Die Sense. Die Hacke. Die Axt nehme ich mal mit, die beiden Teile. Aber ansonsten brauchen wir das alles gar nicht, die anderen Sachen. Na gut, jetzt schlafen wir und das war der Tag schon wieder, Tag 12. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Hier seht ihr nochmal kurz die, ne, wir haben ja nicht viel abgegeben. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann macht doch ruhig ein Dislike, das ist kein Problem. Schreibt doch mal was in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst doch mal ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen. Und ihr verpasst dann auch nichts. Also, jeder hat doch was davon. Bis zu meinen anderen Videos. Tschö mit Öl.